Zum Übungsvideo. Wer nicht weiß, wie es geht, der guckt sich das vorhergehende Video an. Am besten, ich werde hier noch einen Link einfügen, hier auf das i8 draufklicken, anklicken. Dann kommt man dazu und kann sich das nochmal erklären lassen. So schwer ist es nicht. Ja, ihr schreibt jetzt die Aufgaben ab, richtig komplett abschreiben und löst die. Ich drücke die Pausetaste, ihr drückt zu Hause die Pausetaste und wir sehen uns dann nach dem Lösen wieder. Ich mach's auch und dann werden wir sehen und werden vergleichen. Na, habt das genauso? Immer schön doppelt unterstreichen. Ne? Ich habe das jetzt hier dazu geschrieben, aber nochmal ganz kurz dazu. Die Profis, die machen das, bleiben wir bei unserem einfachen Beispiel, 6 Achtel, die machen das auch gerne so, und das kann man auch schön machen. Die sagen, warte mal, durch 2 gehen sie beide, streichen durch und sagen, durch 2 ist 3. Sagen innerlich, durch 2 ist 4 und schreiben dann sauber hinter 3 Viertel. Nicht so stehen lassen, so geht's nicht. Nochmal ein anderes Beispiel, nehmen wir 9/36. 9/36, sagen sie, bah, die gehen beide durch. 9 durch 9 ist 1, durch 9 ist 4 und schreiben dann ein Viertel dahinter. Das machen die Profis so. So, noch ein paar andere Sachen und zwar, ich möchte vorher noch was klären, bevor wir die nächste Übung machen. Wenn man mal nicht ganz so Bescheid weiß. Wenn man zum Beispiel sagt, ach, das geht durch 9 beides, ja, Wenn ich das weiß, ist es in Ordnung. Wenn ich es nicht weiß, mache ich es wie folgt. Dann kürze ich mich ran, sagt man dazu. Man sagt, warte mal, die gehen ja beide durch 6. 18 durch 6 ist 3. Durch 6 ist 6. Ah, und jetzt kürzt man weiter und sagt, jetzt gehen sie nochmal durch 3. Durch 3. Und jetzt schreibt man die Zahl, die neue hin. 3 durch 3 ist 1 und das ist 2. Also 1/2. Ich zeige es nochmal am nächsten. 14 und 56. Wenn man sagt, warte mal, die gehen erstmal durch. Weiß ich nicht. Durch 2 gehen sie, weil sie gerade sind. Wir probieren es mal. Durch 2 ist 7. Durch 2 ist 28. Ach, die gehen ja beide nochmal durch 7. 7 durch 7 ist 1 und das ist 4. Also 1/4. Noch ein Beispiel. Hier gucke ich und sage, die sind beide gerade. Also gehen sie mindestens durch 2. Durch 2 ist 16. Durch 2 ist 19. Jetzt ist vorbei. Also schreibt man es dann so hin. Merkt ihr was? Man muss es einmal eins können. Dazu mal einen Link nochmal, wie man das einmal eins ganz schnell lernen kann. Die Links sind also hier oben immer, ne, auf das i achten hier oben und anklicken und dann gucken, was da sich hinter verbirgt. Beziehungsweise, jetzt rede ich extra deswegen so lange, weil die Links auch hier auftreten können. Ich hoffe, das hilft erstmal, um mit dem Kürzen und Erweitern klarzukommen. Wir kommen dann zum Addieren, Subtrahieren und so weiter. Da gibt es zwar schon ein paar Videos aus meinem Unterricht, aber das werden wir dann noch in Kurzvideos verfeinern. Na denn, ich glaube, wenn ihr euch da richtig reinkniet und das Spaß macht, dann haben wir das erreicht, was wir wollten. Also, ich wünsche viel Spaß.